Hallo und einen wunderschönen guten Morgen vom nächsten Messetag auf der CMT. Ich stehe jetzt hier auf dem Stand von Carrado und stehe vor dem V132 der Europa-Edition. Das ist eine neue Edition von Carrado. Die ist als Einsteiger-Variante gedacht und verfügt über eine sehr umfangreiche Serienausstattung. Und die liste ich euch mal unten in der Beschreibung auf. Das ist natürlich dann besonders interessant, wie gesagt, auch gerade für Einsteiger, ein Komplettpaket zu kriegen. V deutet auf Van hin und er wird auch als Van geführt. Und ich habe mal gefragt, warum. Denn rein optisch sieht er aus wie ein Teilintegrierter. Und das liegt ganz einfach an der Breite. Dieses Fahrzeug oder diese Fahrzeuge haben einen schmalen Spiegel und die Aufbaubreite geht nicht über die Spiegelbreite hinaus. Und das führt zu ganz schlanken 2,14 Meter Breite dieses Fahrzeugs. Dieser Wagen hier hinter uns, der 132, verfügt über ein Querbett und das gibt ihm auch noch die kurze Länge von 6 Metern und macht ihn damit natürlich sehr, sehr handlich. Er ist auch nur 2,71 Meter hoch bei einer Stehhöhe von etwas über 1,90 Meter, also damit auch für, ja, ich sag mal, etwas größere Menschen bequem geeignet. Ja, das ist ein ziemlich wendiges, mit den Maßen wendiges und kompaktes Fahrzeug. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hat serienmäßig 2 Heckgaragentüren. Das mag jetzt etwas schmal erscheinen, ist aber kein Problem, weil der Wagen hat serienmäßig einen Fahrradträger am Heck für 3 Fahrräder. Und damit ist hier ausreichend Platz für alles Mögliche an Zubehör. Da gibt es auch nochmal so ein kleines Fach mit Kippschutz. Verzurschienen sind auch dabei. Und der Gaskasten ist praktischerweise, und das vermisse ich wie gesagt, aber das hatte ich schon öfter mal erwähnt, bei unserem von außen zugänglich. Und liegt unter dem Querbett. Dann gehen wir mal rein. Das kompakte Fahrzeug verfügt über 2 Dachstaukästen über der Küche. Das ist eine Kombiküche mit 3 Flammen Gasherd und Spüle zusammen. Zur Küche gehört dann auch noch der Kühlschrank. Den haben wir hier. Auch ausreichend groß, denke ich, für 2 Personen. Hier hinten haben wir die Durchreiche zur Heck. Ne, da haben wir nochmal einen Schrank. Ah ja, da unten ist auch dann der Wasserablass drin. Das ist der Kleiderschrank mit Kleiderstange und verschiedenen Fächern. Hier oben gibt es nochmal 2 große Staufächer, Schlafzimmer und das große Querbett mit einer Leiter, damit man leichter reinkommt oder überhaupt reinkommt. Dann machen wir jetzt mal das Bad auf. Ja, das ist das klassische Carrado Klappbad mit Toilette, klappbarem Spiegel-Waschkombination und damit hat man eine ausreichend große Dusche. Wunderbar. Ja, die Sitzgruppe bietet Platz für 2 Personen hier vorne auf der Bank. Ein eingehängter Tisch, drehbare Fahrer- und Beifahrersitze. Zusätzlich noch ein separater Sitz neben der Tür. Oben drüber auch nochmal ein Dachstaukasten, Ablagefläche im Fahrerhaus. Der Fernseher, der ja wie die SAT-Anlage auch Teil des Standardzubehörs ist und nochmal ein ganz großer Dachstaukasten hier drüben. Ja, jetzt stehe ich hier vor dem größeren Bruder der Europa-Edition, dem V337.
Der Wagen ist natürlich, das sieht man schon an der Nummer, ein bisschen größer. Allerdings die kompakte Breite von nur 2,14 Meter und die Höhe bleibt gleich. Nur die Länge hat sich geändert und der ist jetzt 6,65 Meter lang. Aber das Interessante ist, er hat Einzelbetten und das müssen Hersteller normalerweise erstmal hinkriegen. Einzelbetten auf der Aufbaulänge von 6,65 Meter. Dann gehen wir mal rein. Ja, vorne der vordere Bereich, die Sitzgruppe. Abgesehen von dem zusätzlichen Sitz ist identisch wie beim V132. Wir haben hier die Bank, die drehbaren Fahrersitze. Was halt fehlt, ist hier der zusätzliche Sitz, den wir in dem 132er hatten. Die Küche ist gleich aufgebaut. Wir haben hier nebendran nochmal Schublade und Schrank. Auch das Bad ist das Carrado-typische Bad zum Klappen der Wascheinheit, der Waschtischeinheit für eine geräumige Dusche. Hier haben wir nochmal einen Kleiderschrank zum Hängen. Und hier unten nochmal Ablagefächer. Auf der anderen Seite auch. Ja, und wie gesagt, zwei Einzelbetten. Wir haben hier oben Ablagefächer an den Seiten und zwei große Dachstaukisten. Schönes, großes, geräumiges Fahrzeug. Ja, zusätzlich verfügt der Carrado V337 durch die Einzelbetten auch noch über eine größere Heckgarage. Und das gibt eine ganze Menge Stauraum in Verbindung mit dem ohnehin serienmäßigen Fahrradträger am Heck. Also insgesamt, denke ich mal, ein wunderschönes Einsteigerfahrzeug, eine ganze Menge Platz, super ausgestattet und das für einen doch sehr interessanten Preis. Ja, der ist auch wieder da, der Vision Venture. Und den hatten wir ja in Düsseldorf schon mal gesehen und vorgestellt. Da verlinke ich euch nochmal den Film oben. Wow. Unsere strategische Entscheidung zur Entwicklung dieses einzigartigen Chassis ist und bleibt ein super Fahrzeug. Also wie gesagt, den Film habe ich oben ja mal schon verlinkt jetzt. Und schaut euch den mal an, denn da haben wir eine detaillierte Führung durch das Fahrzeug bekommen. Und nochmal, er soll 2025 auf den Markt kommen. So, wo gehen wir jetzt hin? So, ich bin jetzt hier bei Eura und stehe vor dem, ich weiß nicht, ob man ihn sieht, Integra Line 650 HS. Das ist ein neues Modell mit Hecksitzgruppe. Das Fahrzeug, und das ist das Besondere, ist halt 6,50 Meter lang. Das ist relativ kurz. Das Ganze geht natürlich dann auch nur mit Hubbett. Ist 2,32 Meter breit und 2,88 Meter hoch. So wie das Messefahrzeug hier steht, würde es gut 84.000 Euro kosten. Und ja, ich denke mir, wir schauen uns jetzt an. Was auffällt, aber das ist allen Hecksitzgruppen gemeinsam, dass die Stauklappen kleiner ausfallen. Also hier ist nicht mit großer Heckgarage, zumindest
kein großer Zugang, so wie wir das von normalen Fahrzeugen, die eben nicht über eine Hecksitzgruppe, sondern über ein Heckschlafzimmer verfügen, kennt. So, dann gehen wir mal rein. Den Eura Integra 650 HS. Was schon mal auffällt, ist dieses Naturholzdekor. Das finde ich sehr schön. Das macht das Ganze warm und wohnlich. Da fangen wir doch gleich mit dem Highlight an, mit der Hecksitzgruppe. Natürlich hat man hier unter den Sitzen mit Sicherheit auch Stauraum. Hinten nochmal zwei große Klappen. Und eine sehr, sehr große Hecksitzgruppe. Die man mit Sicherheit auch zum Bett umbauen kann noch. Hier direkt hinter dem Sitzpolster befindet sich die Klappe für den Fernseher. Küche mit besonders großem Waschbecken, das ist ganz toll, weil das ist etwas, was man bei vielen Wohnmobilen dann doch schmerzlich vermisst, ein richtig großes Waschbecken. Und der Herd, das sieht aus wie der normale Drei-Flammen-Herd, der in vielen Wohnmobilen verbaut ist. Vorne kann man dann eben auch die drehbaren Fahrer-Beifahrersitze sehen. Da gibt es auch noch mal einen kleinen Tisch. Oben das Hubbett. Hier dann noch mal neben dem großen Kühlschrank ein großer Kleiderschrank. Unten nochmal ein Fach, wo man auch noch Dinge ablegen kann, Schuhe zum Beispiel, die man hier prima unterbringen kann. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick in das Bad. Hier haben wir das schwenkbare Waschbecken, das über die Toilette geschwenkt wird. Schrank, ein Spiegel und dann hier unten eben die Duschwanne mit, und das sollte eigentlich heute Standard sein, zwei Abläufen. Das Ganze ein bisschen niedriger, sodass auch kein Wasser rauslaufen kann beim Duschen. Ja, das Ganze eben wie gesagt auf 6,50 Meter Länge. Also ein Fahrzeug, mit dem man bequem überall hinkommt. Man sieht jede Menge Dachstauraum. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob das Hubbett ganz oben ist, aber da ist halt ein bisschen wenig Platz. Also hier unten unter dem Hubbett muss selbst ich mich mit 1,75 schon noch bücken, wenn ich dann zum Fahrersitz gehen will. Aber da sitzt man eben meistens. Oh, hier hinten nochmal ein Schrank. Hinter dem Fahrersitz mit mehreren Ablagefächern. Da ist auch dieser kleine Tisch, den man dann zum Beispiel prima zum Arbeiten nehmen kann oder wenn man einfach nochmal eine kleine Vespa zu sich nehmen will während der Fahrt. Oh, schönes Auto. Das Ganze übrigens hier, so wie das Fahrzeug da steht, mit 140 PS. 2,3 Liter Hubraum. Ja, das war der Integra Line 650 HS. Ich stehe jetzt hier bei Bürstner vor dem Delfin. Das ist, wie Bürstner sagt, das Comeback des Jahres. Denn die Delfin-Reihe, manche werden sich vielleicht noch erinnern, gab es schon einmal bei Bürstner. Und die wurde dann aber irgendwann eingestellt und ist eben jetzt mit der CMT wieder neu aufgelegt worden. Den Delfin gibt es in mehreren
Ausstattungsvarianten. Ich denke mal, es sind 5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit 3 verschiedenen Farbvarianten. Hinter mir steht die blaue Farbvariante, dann gibt es den weißen und den mockerfarbenen. Das Ganze bezieht sich auf die Verzierungselemente am Aufbau und am Fahrerhaus. Mal gucken, ob man es, ne, schwenkt er jetzt nicht mit, aber ich filme es euch dann gleich mal. Jetzt schauen wir uns erst einmal den Delfin 680G an. Das ist ein Fahrzeug mit 6,98 Meter Aufbaulänge, einer Breite von 2,32 Meter und 2,92 Meter Höhe. Und dieses Fahrzeug hat ein Hubbett, eine Längssitzgruppe und ein Heckbad. So, dann schwenke ich mal um. Oben unter dem Dach das Hubbett und was auffällt im vorderen Bereich, die beiden drehbaren Fahrer- und Beifahrersitze und eine ziemlich große Längssitzgruppe, an der, ja, ich würde mal sagen, bequem 4 Leute Platz haben. Der klappbare Tisch, natürlich, damit man auch bequem vorne den Fahrerraum erreicht. Dann drehen wir uns mal um. Was dann auffällt, ist die große Küche mit einem großen Unterschrank, Schubladenschrank, 3 Schubladen an den Seiten. 3 Flammen Gasherd, das ist ein großer Gasherd, wie ich sehe. Und auch eine große Edelstahlspüle, also alles sehr edel. Oben auch nochmal 2 große Dachstaufächer. Neben dem Eingang der Fernseher. Und dann gehen wir mal zum Heckbad. Hier Waschbecken mit Spiegelschrank, die Toilette unterhalb. Dann geht es hier zur großen Dusche. Schön bequem, ein kleiner Absatz ist da drin, wie man sieht. Ich vermute mal, dass auch da der Rastkasten unten drunter ist. Hier ist nochmal ein kleines Fach, mit dem man dann hier mal in die Heckgarage schauen kann. Wir haben eine kleinere Tür hier auf der Seite und wir haben eine ziemlich hohe Tür, das werden wir dann bei dem Fahrzeug gleich nochmal sehen, an der anderen Seite. Also kann man hier auch bequem noch ein Fahrrad zum Beispiel reinstellen. Tisch, Stühle, also eine ganz gute Zuladung. Und hier im Spiegel, hinter dem Spiegel verbirgt sich dann der große Kleiderschrank. 2 riesige Türen, die ja fast über die Breite des Bades gehen, mit Ausnahme jetzt der Dusche. Oben eine durchgehende Kleiderstange, sodass man auch kurze Sachen hängen kann, etwas längere und hinten dran die Fächer. Also hier kriegt man auch eine ganze Menge noch an Bekleidung unter. Das ist ein ziemlich großer Kleiderschrank. Auch hier bei Bürstner jetzt diese Echtholzfurniere, die meiner Ansicht nach ein ziemlich behagliches Wohngefühl geben. Freundlich, nicht zu hell, nicht zu grell, aber warm und freundlich. So, vielleicht sieht man es jetzt hier beim Delfin. Das sind eben diese blauen Zierleisten, die das Fahrzeug rundherum hat. Und eben auch der Schriftzug in der entsprechenden Farbe. So, wen haben wir jetzt hier? Das ist mit Einzelbetten und 7,38 Meter Länge. Dann werfen wir da auch mal einen Blick rein. Die normale Sitzgruppe, eingehängter Tisch. Mit noch einem zusätzlichen Sitz auf der Seite. Also auch genug Sitzplatz. Auch hier ist ein Hubbett drin. Da weiß ich jetzt nicht, ob das optional ist. Ja, die L-Küche. Auch mit ausreichend Schränken.
Der große Kühlschrank. Ja, sieht ziemlich groß aus. Ja, recht hoch. Das dürften auch so 148 Liter sein. Die Einzelbetten. Mit den Unterschränken natürlich. Und dann das Bad. Mit dem schwenkbaren Waschbecken auf der Säule für die Dusche. Großer Schrank im Badezimmer. Auch ein sehr schönes Fahrzeug. Ja, die Delfin-Reihe gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ups, nicht das Handtuch einklemmen. So. Last but not least gehen wir mal zum Mokka. Schönen mokkafarbenen Absätzen. Und der hat auf eine Länge von 6,98 Meter, also so wie der andere, mit der Längssitzgruppe. Hinten ein französisches Bett. Hier ist kein Hubbett verbaut. Auch hier die Sitzgruppe. Schön in Mokka gehalten. Oh, der gefällt mir richtig gut. Die Farben sind sehr schön. Ja, auch hier großer Herd, die L-Küche mit einer großen Spüle, auch alles in Edelstahl. Ich weiß nicht, ob diese Flaschen- und Glasfächer wirklich so praktisch sind oder mehr der Dekoration dienen, aber rundherum jede Menge Staufächer, wenn ich mal so rumschwenke. Fernseher, Bedienpanel. Ja, und dann das französische Bett. Wie üblich an einer Seite natürlich abgeschrägt, denn sonst würde das mit dem Bad nicht passen. Wir haben auch hier einiges nochmal zurück zur Küche an Unterschränken, wie man hier sieht. Und auch hier den großen Kühlschrank und nebendran den hohen Kleiderschrank. Auch unten nochmal mit Fächern, wo man dann prima die Schuhe abstellen kann. Genau, so. Hier auch nochmal. Ups, Küchenschrank. Also da ist jede Menge Platz vorhanden. So, jetzt besser mit dem Licht. Hier unten nochmal eine. Unter der Steckdosenleiste. Und dann zum Bad. Boah. Das ist ja riesig. Gut, das Waschbecken auch zum Schwenken wieder, damit man eine ziemlich große Dusche hat. Gucken, ob ich das gerade schwenken kann, oder? Ja. Das ist anscheinend mit Magnet. So, wenn ich das jetzt mal wegschwenke. Kann man bequem auch zu zweit duschen. Wow. Das nenne ich mal eine Dusche. Macht's wieder auf. Ja, das war jetzt die Delfin-Reihe. Wir haben eigentlich alles gesehen und besucht, was wir besuchen wollten. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich fertig mit unserem Messerundgang. Packen zusammen, fahren wieder nach Hause. Danke, dass ihr uns auf der Messe begleitet habt. Wenn euch der Film gefallen hat heute wieder, gebt uns einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Klickt auf das Glöckchen, damit ihr keinen Film verpasst. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, macht's gut und ciao.